Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Schön, dass ihr dabei seid. Heute zu einer Parktour hier auf meinem Kanal. Und wir haben einen Special Park auf jeden Fall. Der war im Steam Workshop jetzt vor kurzem. Den habe ich gesehen und habe mir gedacht, den muss ich auf jeden Fall vorstellen. Es ist ein kompletter Zirkus. Der Park heißt Zirkus Clown Park. Der Link zu dem Park ist wie immer in der Videobeschreibung drin. Und ja, ihr seht, es ist ein komplettes Zirkus-Feeling. Ein kleiner, kompakter Park. Und den schauen wir uns jetzt an. Wir haben ein paar richtig schöne Achterbahnen. Wir haben ein Funhouse und was weiß ich nicht alles. Da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, Leute, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Wir sind hier auf dem Parkplatz vor dem Zirkus und ja, es sind ein paar Autos da. Es ist noch viel Platz. Wir haben hier so einen schönen Eingangsweg. Was steht hier eigentlich dran? Bus, Planconia Hotel, No Name Landia. Okay. Ja, und Disney Transport. Ja, da ist so ein bisschen hier. Ja, der Disney Transport ist am Start. Okay, also, Parkplatz ist wie gesagt am Start. Das Auto hier ist ein wenig im Boden versunken, aber das übersehen wir mal ganz schnell. Hier fliegen Reifen rum. Okay. Ja, da gucken wir mal drüber weg und ich würde sagen, dann gehen wir mal in den Park rein. Einmal ganz kurz von oben schauen. Der ist halt wirklich klein und übersichtlich. Das finde ich sehr schön kompakt. Sehr schön kompakt. Das heißt, es wird heute keine ewig lange Parktour auch werden. An diesem wunderschönen Sonntag. Ich hoffe übrigens, ihr habt ein Abo dagelassen. Dann verpasst ihr auch keine von meinen Parktouren. Das würde mich natürlich sehr freuen an der Stelle einmal. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall so ein paar Toolkit-Objekte drin. Und das werden wahrscheinlich hier diese Kügelchen sein, die hier so rumfliegen, ja, der jonglierende Clown. Clown ist ja immer so eine ganz große Gefahr. Die können auch Angst machen, ne? Also, da muss man immer aufpassen. Ja, wir gehen jetzt mal rein hier. Clown Grounds steht hier einmal. Ja, guck mal, hier jongliert da auch einer. Aber was sind denn das für Geräusche hier? Okay, Katsching. Ja, wir sind mal drin. Big Top sehen wir hier direkt. Wir sehen eine Achterbahn. Ich höre sehr lautes Trommeln. Sehr viel Gepeitsche. Ich muss mal gerade für mich leiser machen. Ich mache euch aber das Spiel möglichst leise, dass es nicht zu leise und nicht zu laut ist, finde ich immer. Muss ich mich ja auch noch hören können. Limonade, Brezeln ist am Start. Dann haben wir hier einen Eingang. Das ist ja auch so ein Standardobjekt hier auf jeden Fall. Tausende von Ballons. Oh, der sieht eher ein bisschen fies aus. Das ist eher so ein Halloween-Clown, würde ich jetzt mal sagen. Ist es ein Kinderclown oder ein Halloween-Clown? Das ist ein Halloween-Clown. Okay, der sieht auch eher so ein bisschen verpeilt aus, finde ich. Aber ich weiß nicht, es wird direkt hier die Achterbahn sein. Ich will noch nicht direkt mit der Top-Achterbahn hier fahren. Wir gehen erstmal nochmal so ein bisschen hier rum. Best Poutine in Town. Also schön geschmückte Läden hier auf jeden Fall. Finde ich schon mal nicht schlecht. Das ist ja auch hier so ein kleines Gimmick mal so mittendrin. Ach ja. Ist ja doch hier so ein Objekt, ne? Mal hier so reingeklatscht. So. Das sieht doch alles sehr nach... Ach so, das sind hier diese Zirkuswegen, wo die dann die Schausteller drin wohnen dann. Und der hat mal eine ganz interessante Treppe da hoch. Oder Leiter. Und hier haben wir schon wieder eher so ein... Sagen wir mal... Halloween-Clown, oder? Also, wenn ich hier als Kind stehen würde, würde ich, glaube ich, eher Angst bekommen. Ja, sehr gut. Hier ist ein Wahrsager drin wahrscheinlich, ne, oder was? Keine Ahnung, ist das ein Ausgang? Irgendwie stehen die hier vor, weil die Achterbahn betrachten wahrscheinlich. Ne, aber das finde ich auf jeden Fall sehr cool gestaltet hier mit diesen ganzen Häuschen. Jeder hat so seine individuelle Schaustellerhütte. Bin ich immer sehr fasziniert von dieser Schaustellerwelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als Kind habe ich schon mir da mal gedacht, oh, es wäre schon mal cool, da so mitzufahren, ne? Aber der Traum ist lange vorbei. You will float too. Also Ballons gibt es hier auf jeden Fall en masse im Park. Ach, dann haben wir hier einen kleinen, nochmal ein kleines Riesenrad, ne? Chiroué, wie auch immer. So ein Oldschool-Teil ist hier. Ja, der Affe darf nicht fehlen. Oh, ich muss mal gerade mein Kabelei hier abändern. Hoffentlich geht das Mikrofon nicht aus davon. Ja, alles wird gut. Ja, schön. Was haben wir denn hier in der Ecke? Wir haben einen Dragon hier, eine Drachenachterbahn.
Das sieht richtig cool aus hier, oder? Und eine Warteschlange ohne Geländer, ja. Kann man mal so machen. Finde ich aber nicht so gut. Wir stellen uns aber mal hier an oder überspringen hier alles. Und da kommt der Drache schon reingefahren. Ach, der macht 2 Runden. Ah, okay, wissen wir Bescheid. Das heißt, das ist doch wirklich eine ganz kurze Kinderbahn hier. Eine ganz kurze kleine Nummer. Hoffen wir einfach mal, dass wir die gut überstehen. Das wird die erste Achterbahnfahrt heute, also wirklich ganz entspannt. So, wir sitzen schon. Wir nehmen alle Platz. Ich setze mich mal hier hinten rechts hin. Letzte Reihe. Runde 1. Hier fliegt noch eine Laterne rum. Dann sind da doch kleine Fehlerchen. Haben wir jetzt schon ein paar gesehen. Hier auf dem Parkplatz und jetzt hier. Hui! Oh, das ist auch ein guter. Das ist ein guter. Ja. Nehmen wir mal die Außenkamera. Da ist sogar eine Bank frei. Die mir ja als Tipp gemacht wurde. Mach doch die Kamera. Letzte Reihe einfach die Außenkamera. Geht auch gut mit. Hui! Ja, also das ist schon ordentlich, finde ich. Da sind die meisten Kinderachterbahnen eher so... Das wagen die nicht, dass sie so ein Ding machen. Das ist schon ein guter Sturz. Also eigentlich ist es nicht hoch, aber ich finde das... Ich glaube, das fühlt sich schon sehr krass an, wenn man da in echt mitfährt. Ja, also eine schöne kleine Drachenachterbahn mit Kindern, für Kinder, mit Kindern, für Kinder und für uns vor allen Dingen, die Kind geblieben sind, sollte man ja immer... So ein bisschen bleiben. Und 3 Runden, dafür zahle ich auch gern die 2,50 Euro Eintritt, ne? Ja, okay. Also, oh, da hinten führt der Spinning Coaster schon lang. Das sah schon sehr nice aus. Das hier hoch, ne? Das sieht sehr cool aus. Das gucken wir uns gleich an. Oder gehen wir doch zurück. Doch, wir fahren die jetzt nochmal mit. Wir fahren die mit. Das ist dann... das sieht einfach sehr cool aus hier alles. Oh, das ist auch lecker, ne? Wie heißt denn das Zeug hier? Das habe ich mal früher mal gegessen irgendwo. In der US-Kaserne oder sowas. Corn Dogs. Das sind so Hotdogs an der Stange hier dran. Und da ist da meistens noch so ein Teig drumherum. Sehr lecker. Oh, deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Ne? nee, sehr, sehr lecker. Was ist denn hier oben? Achso, das ist, oh, krass gemacht. Richtig schön gestaltet hier, das Riesenrad. Finde ich echt nice. Und der Eingang ist hier auch direkt, oder was? Eingang, Ausgang... Sehr cool gemacht. Also das Riesenrad toll hier hingestaltet. Auf jeden Fall. Das auch hier. Toiletten-Stuff. Freak Show. Oder was? Nee, ist das richtig? Ja, Kaffee. Ja, sehr cool. Das gefällt mir. Also, sehr cooles Styling. Und ich finde auch, halt auch das Styling von der Achterbahn extrem geil. Wir gucken uns mal Big Top nochmal an von außen. Was auf uns zukommt. Ich finde schon mal diesen Lift so cool gemacht. Die Optik von hier. Dieser ganze Turm. Guck mal, hier ist ein Karussell in der Mitte. Das werden wir wahrscheinlich während der Fahrt gar nicht alles mitbekommen. Macht auf jeden Fall einen sehr coolen Eindruck. Außer, wie gesagt, der Wartebereich. Hier fehlt irgendwie was. Weiß ich nicht, was da los ist. Guck mal, hier ist sogar so ein Fotoding. Juhu! Einmal durchgucken. Eigentlich müsste das der Screenshot hier werden, ne? Und ich mache mein Gesicht da rein oder sowas. Naja, gut. Das wäre schon lustig irgendwie. Egal. So, dann haben wir hier die Warteschlange, habt ihr ja gesehen. Und dann ist hier das Gebäude. Das sieht doch mal mega aus, meine Damen und Herren. Das sieht echt cool aus. Thread in and spin. Thread in and spin. Ich muss aber, die Bahn kann jetzt ruhig von mir aus eine Runde fahren. Ich will mal das Ganze abends anschauen, was da hier so los ist. Das ist ein schönes Zirkuszelt. Die Zunge hier unten. Und ey, das Feeling hier drin ist ja mal mega nice, oder? Leider ist das nicht so mit diesen Standardobjekten hier komplett gemacht. Hier sind ja schon ein paar andere Sachen mit drin. Aber ansonsten, das grobe Zeug kriegt man alles selber gebaut. Würde ich jetzt mal behaupten. Ne, hier die Hütte. Ist doch auch so eine Standard, oder? Außer hier dieser Typ auf der Schaukel da. Also, das sieht schon echt cool aus. Machen wir wieder meine Standardzeit rein. 12 Uhr und da ist auch schon der nächste Wagen angekommen. Ich wurde jetzt auch mal darum gebeten, dass ich die Statistiken von der Bahn zeige. Live-Statistiken finde ich ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Man könnte das hier mal kurz vielleicht einblenden, aber jedes Mal fände ich irgendwie, ehrlich gesagt, persönlich ein bisschen zu viel. Ich will die Bahn einfach fahren, ich will sie erleben und gucken, wie sie sich halt fährt, wie sie sich von innen anfühlt. Wir wagen es mal bei diesem Spinning Coaster, uns vorne in die erste Reihe reinzusetzen. Und das On-Ride komplett mitzuerleben oder den On-Ride.
Und ja, also das mit der Wand hier außen, das sieht schon echt cool aus. Don't look down. Das sieht schon von außen halt extrem jahrmarktmäßig aus. Finde ich extrem nice. Wow, die ist aber extreme Schieflage hier. Boah, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal von außen mitfahren. Ja, die geht schon ganz schön zur Sache hier. Hier fahren wir durch irgendein Zelt nochmal durch mit schönen wie heißt das Sprühzeug da? Von Fetti ist es nicht. Goodbye. So, aber ich nehme trotzdem nochmal diese Kamera für die nächste Fahrt, oder? Oder nehmen wir diese? Letzter Wagen. Einmal rum. Ja, doch, die ist gar nicht so schlecht, weil die kann ich mich von der Höhe variieren. So, und weil jetzt hier einer noch... Ja, es ist immer von der Gruppe abhängig, dass das hier voll wird oder nicht. Ja, der Vorhang glitscht einmal durch. Das sehen wir jetzt aber mal nicht so negativ, ne? Wir sehen das positiv alles. Es ist ja auch hier wirklich auf jeden Fall ein Fantasiepark. Boah, nee, das dreht sich ja mit. Das habe ich bei der Kamera nicht bedacht. Da muss ich dann doch diese Kamera hier nehmen. Aber ansonsten, die Fahrt ist doch eigentlich ganz cool so gemacht. So ganz leichte Schunkeleien sind da drin. Aber ansonsten wirkt die eigentlich von außen ganz, ganz gut soweit. Ja, eine coole Fahrt. Zwei Wägen, zwei Achterbahnzüge wären natürlich effektiver hier. Aber die Fahrt geht ja nicht so lang, von daher ist es okay. War eine schöne Fahrt, hat mir gefallen. Und natürlich vor allen Dingen halt auch wegen der Optik außenrum. Echt cool gemacht. Dann kommen wir hier durch dieses Gesicht wieder raus. Ja, das ist das Halloween oder das Kind? Kinderclown-Gesicht. Man weiß es nicht. So, da haben wir jetzt schon zwei Achterbahnen durch. Die Timestamps habt ihr hoffentlich genutzt, die ich immer setze in die Videos. Ich sehe auch, dass das wirklich viel genutzt wird. Deswegen macht das mit Sicherheit sehr viel Sinn, das hier weiter auch für euch vorzuführen. Ne? So Timestamps. Ja, nur die Bahn fahren sie. Also es ist eher so ein Horror-Clown-Park hier. Oh mein Gott, den willst du keinem Kind übers Bett hängen, ne? So, hier gibt's Eis. Dann haben wir hier nochmal so einen alten Zipper. Steht da dran, okay. Das Zelt hier ist ja ganz cool, ne? Das kann man ja ganz gut nutzen. Ich glaube, das Ding war auch mal so standardmäßig im Shop drin. Könnte ich mir gut vorstellen. Also kennt man doch da irgendwie. Irgendwie gibt's da so einen Clown. Und da haben wir hier diese klassische Achterbahn, diesen Euro-Looping. Wie heißt das Ding da? Bin ich doch gefahren letztes Jahr. Ja, gucken wir gleich nochmal hin. Was haben wir hier? Staff Toilets. Das ist auf jeden Fall an alles gedacht worden hier. Viele, viele Stände. Ich höre hier ganz viele Leute jubeln. Von wo kommt das? Man weiß es nicht. Sind hier welche gefangen? Das hört sich an, als wenn hier so Leute gefangen sind. Gibt's aber Pellet Coaster, wenn der Weg da irgendwie nicht mehr weitergeht, dann springen die ja die ganze Zeit rum. Also das sieht schon sehr cool aus, diese ganze Straße hier. Corn Dogs auch hier an der Stelle für den Basti, das ist immer sehr gut. Candy Apples, oh Leute, hier wirst du einfach kalorienmäßig voll bombardiert. Aber das gehört sich auch so auf den Zirkus, oder? Zuckerwatte, Popcorn und alles muss da sein. Und dann haben wir hier die Achterbahn. Zirkus heißt die. Ganz klassisch, einfach, logisch. Und hier haben wir noch was. Hier haben wir noch einen Zirkus. Was ist das denn? Ist da eine Achterbahn oder eine Show hier rechts drin? Ja, wir gucken erstmal hier rechts rein. Welcome to the Circus. Hier gibt es auch Tickets. Und was ist hier drin? Ich check's noch nicht. Ah, das ist ja cool gemacht. Also hier ist echt eine Zirkusshow aufgebaut. Mega cool. Und ich dachte jetzt hier irgendeine Attraktion hier mitten reingebaut, aber nein. Es ist ein Freefall Tower, den ich so nicht gesehen habe. Habe ich noch nicht drauf geachtet von außen großartig, weil ich gucke die Parks nur wirklich ganz grob an. Und das ist mir nicht aufgefallen dabei. Ja, dann, komm, wir steigen heute mal in den Freefall Tower mit rein. Wobei, es ist ja eher, ja, es ist ein Freefall Tower. Mit Abschuss und wir sitzen genau auf der falschen Seite. Genau in die Richtung. Da wollte ich doch sitzen. Ey, das Ding ist aber höher. Das ist echt immer so. Die Sachen sehen von außen gar nicht so hoch aus. Aber wenn du dann da drin bist, das ist schon der freie... Ist das ein freier Fall? Kommt mir gar nicht so vor. Das kam mir nicht vor wie ein freier Fall. Also,
Guck mal, wie hoch das ist. Höher, deutlich höher als die Achterbahn. Gefühlt doppelt so hoch fast. Also, das geht schon ordentlich ab hier. So, aber ich bin so ein Teil, ehrlich gesagt, in echt noch nicht oft gefahren. Ich weiß gar nicht, wie das Feeling so ist. Für mich ist das Maß aller Dinge einfach der Scream Tower im Heidepark. Was krasseres gibt es eigentlich gar nicht. So vor diesen freien Falldingern. Habe ich noch nicht erlebt. Also, ja, aber trotzdem cool. Hätte man sehen können, wenn man mal nach oben geguckt hätte. Ne? Habt ihr es vorher gesehen? Ich nicht. Okay, also wo ist denn der Eingang hier zum Zirkus? Zur Zirkusbahn. Von wo kommen die denn hier? Hä? Von wo kommen die? Das ist hier wieder alles... Also das verstehe ich nicht. Der hat sich hier so viel Mühe gegeben, der Erbauer. Und dann kommt hier so eine Warteschlange. Das passt für mich nicht rein ins Bild. Auch hier, ne? Hier sehe ich mich doch auch eigentlich an der Stelle. Ja, keine Ahnung. Gut, und wir gehen weiter. Schönes Stationsgebäude, auch wieder so zeltmäßig grob gemacht, aber diesmal hier ein bisschen offener. Die Bahn fährt los, wir steigen auch direkt mal ein. Circus Rings heißt das. Habe ich das eben nicht richtig gelesen? Nee, wir müssen hier einsteigen, sonst haben wir die ganze Fahrt schon halb erlebt. Die ganze Fahrt schon halb erlebt. Aber diese rot-weiß-gelb-blaue Optik hat sich hier komplett, ist ja ein roter Faden durch den ganzen, ein rot-weiß-blau-gelber Faden durch den ganzen Park. Und das ist schön gemacht, wirklich schön gemacht. Und hier können wir uns auch in die erste Reihe reinsetzen. Der Bügel ist dran. Die Lehne sieht richtig unbequem aus, muss ich sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier sehr angenehm fährt in echt drin. Ja, und dann würde ich sagen, kann der Zirkus Ring losgehen. Und da haben wir schon wieder, wie im letzten Video, auch wieder diese Antriebsräder hier. Also, ah cool, mit der Drehung hier. Ja, nice. Und die geht aber direkt hier mal los. Schneller Lift war das auf jeden Fall. Schön. Ja, ist fast smooth, aber schon wirklich angenehm. Passt soweit. Ich finde diesen Schienentyp irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Ja, sehr schön gemacht, die Bahn. Wirklich eine Jahrmarktbahn. Hier fehlt ein bisschen Kurvenneigung mal. Hier ein bisschen Kurvenneigung mal da. Aber ansonsten wirklich eine Top-Attraktion hier im Park. Richtig schön mit Blockbremsen. Der nächste Zug fährt auch schon da oben lang. Mega geil. Also ich will mir das Ding auch nochmal von außen ansehen. Ach, die sind aber nicht erfreut hier. Jetzt auf einmal, wo sie im Ziel ankommen, schon. Ich will mal gerade die Kamera, die Außenkamera nehmen irgendwie. Und wir sehen das, es sind nur drei Züge drin. Das sieht schon von der Optik extrem nice aus, oder? Also, das ist wirklich sehr schön gebaut. Klar sind die, ist die Streckenführung allgemein von einem groben Ansatz geklaut, ne? Das, also, nicht geklaut ist das falsche Wort, aber inspiriert wurde es auf jeden Fall vom Olympia Looping, hieß das Ding. Jetzt habe ich wieder den Namen. Und von einigen, da sind ja auf dem Kirmes, sind einige Achterbahnen, die so aufgebaut sind wie diese hier. Das sieht cool aus, die Perspektive hier gerade. Mega. Mega. Und auch hier dieses ganze Gerüst, was da in der Mitte steht, ist wirklich sehr schön gebaut. Also, ich will mir das auch nochmal von außen anschauen. Wir haben drei Loopings insgesamt. Da fehlt auch der weiße Looping irgendwie, ne? Nee, aber wirklich sehr schön gebaut. Guck mal, das ist echt toll gemacht. Wie hier die Bahnen langfahren. Guck, hier ist ein Zug steht hier, es fahren drei Züge durch. Und wie gesagt, auch hier das ganze Konstrukt hier ist wirklich schön und durchdacht gebaut. Guck mal, die können hier sogar zur Not aussteigen. Von der Blockbremse oder der Bremse an sich. Es ist für alle hier was geregelt. Klar ist das nicht 100% realistisch hier mit dem Drehding, aber das könnte man schon irgendwie so bauen mit Sicherheit. Da gibt es Lösungen. Also echt cool, die Achterbahn. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sehr, sehr cool. Ja, also wir gehen weiter. Kommen hier wieder an einem schönen Shop vorbei. Hier sind wieder Restrooms. Und dann habe ich hier noch eine Attraktion gesehen. Ist das der Eingang dafür? Für das Funhaus?
Das will ich mir erstmal von außen angucken. Ah ja, diese Stände dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Abzockstände. Hier haben wir das Funhaus. Was ist denn da drin? Es ist auch wieder ein Spinning Coaster hier. Das macht mich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Wir sind ja schon fast durch den Park. Ach ja, guck mal, hier auch so eine Rutsche gebaut, wie wir sie aus Rollercoaster Tycoon noch kennen. Und ja, schön. Also schön gemacht, leider nicht funktionsfähig. Ich glaube, wir gucken gerade mal, bevor wir damit fahren, noch alles andere hier an. Dann schließen wir das mit quasi mit dieser Achterbahnfahrt ab. Hier nochmal ein klassisches, schön gemacht. Ich nenne das immer Raupe, da gibt es ja auch einen anderen Namen für. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Ich kenne das einfach nur unter Raupe. Das ist für mich eine Raupe, warum man auch immer das nennt. Clown Top, Monte Leone. Im Dunkeln. Aber das mit dem Überdachten, das kenne ich nicht. Also habe ich noch nie gefahren, glaube ich nicht. Oder? Als Kind mal immer? Nee, ich glaube nicht. Rückwärts ja, aber so nicht. Den haben wir schon mal gesehen. Also wirklich krass, die Stände auch hier. Balloons, Pennywise. Das ist echt. Also den kann man sehr gut für eine Halloween auch nochmal umrüsten, hier diesen Park. Da ist ja noch eine Achterbahn. Ach du meine Güte, okay. Wir gehen nochmal zurück zum Funhaus. Also ist doch umfangreicher hier, als ich gedacht hatte. Guck mal, hier haben wir jetzt auch mal einen Zaun. Und das ist wirklich auch wieder so komplettes Jahrmarkt-Feeling. Wusch. Sehr cool. Also ich freue mich. Ich finde das ein super cooles Styling hier von der Bahn. Und ich denke mal, wir werden das Licht mal automatisch, also manuell schon mal... Habt ihr das gehört? Das sieht nach einem Funhaus aus, aber nicht nach einer Geisterbahn. Okay, also wir lassen uns mal überraschen. Da kommt der Zug rein. Ich drücke mal lieber kurz Pause, damit ich jetzt nicht im falschen Wagen sitze und hier schon zu viel miterlebe. Und perfekt, wir sitzen da. Auch hier nehme ich jetzt erstmal die On-Ride-Kamera. Wir lassen uns komplett verwirren, im Zweifel. Und ich denke mal, wie gesagt, die Nachtfahrt macht Sinn, weil wir hier hauptsächlich im Haus fahren. Ich weiß halt nicht, ob der das eingestellt hat, dass der Tag-Nacht-Wechsel ist. Es blubbert auf jeden Fall viel rum hier. Also hier sind, glaube ich, das sind doch keine Standardobjekte hier im Planet Coaster, oder? Also die Lichter, ja. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Ganz entspannt. Die Wunderlampen betrachten. Das ist ja auch mal lustig hier, der Lift hoch und runter. Also hier sind sehr viele andere Sachen drin, als wie wir sie sonst kennen. Wir werden auch diese Fahrt zweimal fahren, weil ich jetzt hier einfach gar nichts sehe, gefühlt vor dem Haus. Aber das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Eigentlich ist es ja eine Geisterbahnfahrt, ne? Im Endeffekt. Wusch! Echt cool. Also hier ist ja fast nur Lift drin. Aber okay. Sind wir im Bällebad angekommen. Okay, das ist jetzt nicht realistisch, weil wir wirklich die Schiene hier gar nicht sehen. Aber hier so ein Bällebad hier oder Hüpfburg-mäßig sollte das vielleicht auch sein. Push hier. Ja, das kennt man aus dem Fun. Oh ja, okay, wir glitschen ein wenig. Durch diese Dinger hier durch. Das kennt man, wo man da zu Fuß durchgehen muss. Hat er leider nicht ganz hingekriegt hier, dass das so passt. Ansonsten ist die Fahrt sehr langsam. Ich bin mal gespannt, ob wir noch einen Achterbahn-Part bekommen. Das wäre jetzt cool, wenn jetzt noch irgendwie so irgendwas Krasses passiert halt. Mal schauen. Yay. Es geht nochmal hoch. Auch wieder super steil hier der Lift. Wir sehen einmal hier nach draußen den Park und das Feuerwerk. Hui, schön. Gerade zu Ende. Ach, hier sind dann diese Boxsäcke, ja. Also ein ganz, es ist keine richtige Achterbahnfahrt, ne? Das durfte man jetzt hier auch wahrscheinlich nicht erwarten. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal Lametta. Funken sprühen, das habe ich vorhin gesucht, das Wort, wo wir innen waren. Oh ja, komm. Hui. Das geht aber nochmal hier richtig steil runter, aber es ist gar nicht mal so schnell gewesen. Waren da Bremsen? Also eine interessante Fahrt, vielleicht muss ich die auch durchsprühen gleich, weil es wirklich sehr langsam ist. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt da.
Wir sind da. Wir waren mal ganz vorne und sind jetzt... Ja, ich dachte schon. Okay, ja, also nice. Nice gemacht auf jeden Fall. Hier sind wirklich viele Züge drin. Vielleicht nehme ich mal diese Kamera jetzt hier. Aber nee, dann drehen wir uns ja mit, ne? Diese Lache, ey. So, ich spule mal ein bisschen rein hier. Hey, was ist der Unterschied zu der ersten Kamera? Da, weil man sich hier halt die ganze Zeit mitdreht. Nö. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Doch, wir drehen uns mit. Ja, auf und ab. Dann ging es hier einmal rein. Weiß zwar nicht, was es Bounce House, was das hier so darstellen soll, aber es sieht auf jeden Fall, wie gesagt, ganz cool aus. Das Bällebad, echt nicht schlecht. Doch, ja, der Zug fährt halt oben drüber. Push hier, ja, was soll ich da drücken? Hahaha. Ha, ha. Dann hier durch, hahaha. Ha, 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 ha. Ich will jetzt mal diesen Sturz sehen, der da kommt am Ende. Wie schnell wir da wirklich werden. Ansonsten passiert ja jetzt hier, wie gesagt, nicht viel. So. Sind da Bremsen? Da ist eine Bremse, ne? Ja, ja, du wirst direkt gebremst. Aber es ist auf jeden Fall schon zügiger als so davor. Und dann haben wir hier nochmal die Schräglage. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Ja, Bahn war ganz gut soweit. Kann man sich jetzt nicht beschweren, aber... ach, so einmal was mit Schwung hätte ich mir schon gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut. Trotzdem alles insgesamt. Style-Faktor hier 10 von 10, weil es ist einfach wirklich komplett durchgezogen. Hier dieses ganze Zirkus-Feeling ist komplett auf jeden Fall da. Was ist das denn für ein Gelaber? So, was haben wir hier? Das Feuerwerk läuft und läuft. Und hier ist die kleine Show. Also das ist ja auch wirklich sehr schön hier, dieser Zeltplatz praktisch. Wirklich schön gemacht. Und dann haben wir hier nochmal eine Attraktion. So, eine gibt es ja im Fort Fun, so eine Bahn hier. Ach ja, über der Wiese. Ist ja das Ein- und Aussteigen sehr interessant. Oder das Unkraut wurde schon länger nicht mehr hier weggemacht, ne? Flying Circus. Schade, dass es gerade vorbei ist. Aber das Ding ist halt schon sehr wild. Alles voller Gestrüpp. Und hier auch kein Geländer nirgendwo. Hä, warum fährt die jetzt leer los? Das ist ja komisch. Das ist aber eine ganz komische Nummer. Also ich finde, die Attraktion passt hier wirklich sehr gut rein. Ich finde auch cool, wie das hier gestaltet ist. Ich will jetzt nur mal gucken, ob die jetzt da in der nächsten Fahrt einsteigen. Da ist ja gar keiner drin. Da muss ich nochmal hier nachhaken. Die Besetzung voll. So. Wir fahren nur, wenn es voll ist, damit hier die Leute auch mal weiterkommen. So, ja, ist ja keiner da. Also, alle rein. Da passt ein guter Schwung rein. Und dann geht's los. Ihr habt es ja schon gesehen. Schöne Farben auch hier mit dem Lila. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Hui. Ja. Jetzt will ich nochmal schauen, wo wir jetzt hier sind im Park. Nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Was ist denn? Ach, das Haus... Hier sind wir mit der Achterbahn durchgefahren. Und hier ist dieses Sprühzeug, was ich meinte vorhin. Ja, das geht nämlich an, wenn die Bahn hier durchfährt. Lassen wir sie mal kommen. Da fährt sie lang. Uiuiuiui. Wo kommt die denn jetzt? Ach, darüber geht's. Okay. Ah, sieht schon sehr cool aus hier alles. Also wirklich schön gemacht. Und jetzt geht's da drin an. Hui! War es ja dann auch schon fast. Sehr cool. So, aber hier ist ja noch eine Achterbahn. Wir haben eine komplette Achterbahn übersehen. Also ich habe sie übersehen. Guck mal, da hinten dieses kleine Dörfchen. Also das sieht echt cool aus. Sehr cool. Also wirklich sehr toll. Und dann kommen wir jetzt quasi aus diesem Dörfchen hier raus. Schön gemacht hier mit den Blumen auch drumherum. Und irgendwie Salto. Cool. Also das finde ich halt echt cool mit der Namensbezeichnung, dass das alles einfach ein stimmiges Bild ergibt. Wenn ihr solche Parks auch kennt von anderen oder irgendeinen, den ich vorstellen könnte, weil das ist ja jetzt auch hier einer aus dem Steam-Workshop gewesen, die so ein komplettes Thema haben, finde ich das mega. Schickt die auch gerne ein als Parktour-Bewerbung. Das würde einfach, das freut mich sowas. Sowas finde ich cool.
Echt cool gemacht. Lange Warteschlange hier wieder. Schön gestaltet auch hier wieder die Station. Da kommt die Achterbahn an. Fährt hier noch eine? Ja, da oben fährt jetzt gerade eine los. Das heißt, es geht schon effektiv hier voran auf jeden Fall. Wie viel schaffen wir hier so? Was ist das? Gäste insgesamt? Gäste im Monat, 216. Ist das viel oder wenig? Ich weiß es gar nicht. Also in echt kann man immer nur so sagen, also über 1000 Leute sollst du eine Achterbahn pro Stunde schon schaffen, ne? Okay, dann geht's mal ab in den Salto, dreifacher Salto Vortale, oder wie heißt das? Abfahrt. Wir sind bereit. Sitzen schon alle da. Die schaukeln, schaukeln, irgendwas klattert hier rum. Achso, es ist mal wieder Feuerwerk angesagt. Okay, dann einmal. Wir sitzen aber sehr tief hier, ne? Egal, ich lasse die Kamera an. Ich will die Besucherperspektive erleben. Ich spule das ja immer vor. So. Lift ist eine gute Höhe auf jeden Fall. Und Abfahrt! Juhu! Looping haben wir durch. Schön langsames Tempo dadurch. War es schon angenehm. Mal schön in die Kurve pressen. Oh, da hätten wir noch so einen kleinen hier Buckel mitnehmen können. Dann noch einmal kleine Airtime. War also wieder eine sehr kurze Fahrt. Warum wartet? Worauf wartet der denn jetzt eigentlich? Oder sind hier drei Züge drin? Irgendwie ist hier eine Wartezeit eingestellt, habe ich das Gefühl. Na gut. Wir fahren nochmal in der. Der Kamera mit. Schaffe ich das noch? Schaffen es noch? So, gerade so. Gerade so. Na, schön hier durch diese Kulisse durch. Eine einfache Bahn, aber wirklich schön gemacht. Wieder alles drumherum. Cooles Feeling. Wir haben den Salto geschafft. Was will man mehr? Sehr cool. Was steht denn hier drauf? No Step? Ja. Sehr, sehr cool. Also, ich bin wirklich sehr angetan von diesem Park. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ein schöner, kleiner Zirkuspark. Und hier hinten im Zelt ist hier auch noch was? Toiletten, okay. Ich dachte, noch eine Attraktion hier drin. Also, wirklich ganz toll gemacht, das Ganze. Auch hier, ne, wie gesagt, das Riesenrad. Mega cool. Ich blende euch jetzt, würde ich sagen, am Ende einfach auch nochmal das Feuerwerk ein. Hoffe, es hat euch gefallen. Die Parktour hat Spaß gemacht. Bleibt am Ball. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich sage erstmal bis dahin. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.